Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink, das ist Rocket League, die Sozialismus Edition, und bei mir ist der Firefox. Ja, wir haben uns letzte Folge ein bisschen verredet, ja, ne? Also genau, ja, deswegen kommt es hier rein, Sozialismus. Ich bin ja ein Sozialismuskind. Ja, also, aus erster Hand. Ich weiß nicht viel. Ich war, als die Mauer gefallen ist, war ich 13. Das heißt, so viel Indoktrination konnte ich noch nicht miterleben, logischerweise. Aber man kennt ja auch ein bisschen Theorien. Und Sozialismus ist eigentlich eher so ein schwammiger Begriff. Den gibt es eigentlich gar nicht so in der Form. Ja? Eine Form des Sozialismus ist der Kommunismus. Ah, okay, verstehe. Also im Prinzip geht es eigentlich eher, wie soll ich sagen, weg vom Individuum, sondern eher mehr zur Gemeinform, zur Gemeinschaft. Das ist, der Kapitalismus ist ja eher das Individuum, die Freiheit des Individuums, und das andere ist halt, die Gemeinschaft ist für alle da und macht Dinge für alle, und dementsprechend ist auch die Gemeinschaft und das Team selber eben halt im eher zentralen Mittelpunkt. Also ganz, ganz salopp ausgerückt. Und dazu gehört aber auch, dass alles, was so Individuum ist, nicht gerne gesehen ist. Ja, also okay. Mhm. Deswegen gab es ja auch Pioniere oder die FDJ, also die Freie Deutsche Jugend, weil alle sind gleich. Also es ist scheißegal, was du trägst für Klamotten. Okay. Du hast eben halt die Uniform. Dazu gehört halt dein Pionierhalstuch und dein Hemd und deine Mütze, und hast du nicht gesehen. Also alle waren gleich. Und die eigentliche Grundform, also die Spezialisierung, ist ja der Kommunismus. Und der Kommunismus, der ideale Kommunismus, sieht ja eigentlich vor, dass es in dem Sinne keine wahren Wirtschaft oder Geld gibt, sondern die Produktion in der Gemeinschaft an sich dient für alle. Also der Bäcker geht nicht, weil er Kohle verdienen will, backen, sondern er geht backen, damit andere was zu essen haben. Ja, aber es war ja trotzdem kein Free-for-All, oder? Nein. Mit Kohle bezahlt. Das ist soweit richtig, weil das ja noch so eine Übergangsform ist oder war. Die eigentliche Form oder die ideale Form sieht ja davor, dass du nicht so eine Warenwirtschaft hast, sondern so wie ganz früher, jeder hat dazu beigetragen und dazu mitgewirkt, dass andere auch ein gewissen Grundlebenskonsens und Stil hatten. Ja? Also der Bäcker zum Beispiel, der würde jetzt nicht in dem Sinne bezahlt werden, sondern er hätte jetzt, gebacken, und Leute hätten kostenfrei zum Beispiel die Backwaren nehmen können. Und zwar eine Menge, wie sie es benötigen. Ja? So, genauso hätte der Bäcker auch andere Dinge dann kostenfrei nehmen können, in der Form, wie er es braucht. Also sprich bedarfsorientiert, sodass er eben halt nicht hungern muss oder irgendwas anderes. Das Dumme ist, dass diese Mechanismen ja eigentlich nicht funktionieren können, weil der Mensch. Der Mensch ist nun mal, der Mensch, also es ist ja eine Idealform. Und der Mensch ist nun mal so, nehmen wir uns wieder dieses Bäcker-Thema. Du hast jetzt da Brote und du steckst jetzt ein Brot ein, weil du brauchst ein Brot. Und du guckst jetzt so rüber und da stehe jetzt Icke zum Beispiel, ne? Du kennst mich nicht. Ich pack mir aber drei Brote ein. Ja, okay. Ist scheiße, weil ich habe nur eins und du hast drei. Ja, und anstatt zu hinterfragen oder vielleicht auch gar nicht zu hinterfragen, warum ich mir drei Brote einstecke, kommt dann so, dann kann ich ja auch noch zwei nehmen. Ja. Ja, also so in der Art. Dass aber ich vielleicht die drei Brote mitnehme, weil ich drei Kinder zu Hause habe und eine Großmutter, die ich verpflegen muss, das spielt erstmal keine Rolle, zumindest nicht für deine Gedankengänge spielt es keine Rolle. Das heißt, das ist Geiz ist es nicht, wie heißt es? Der Neid. Andere hat was, der Neid. Der Neid ist einer der größten bösen Faktoren. In diesem ganzen System. Deswegen kann also in jedem System, weil das ist ja dann das grundlegende Mensch, ne, was du sagst. Richtig. Und deswegen kann der ideale Kommunismus, also sprich das Geldfreie, in meinen Augen nicht funktionieren, weil er scheitert am Menschen selber. Star Trek zum Beispiel hat zwar auch kein Geld, aber trotzdem gibt es ja immer noch den Punkt, dass es irgendwas Wertvolles gibt. Jawohl.
Ja, also die, zum Beispiel goldgepresstes Latinum. Ja? Zum Beispiel bei den Ferengi. Braucht man ja auch, um was zu bezahlen. Das muss ja irgendwo herkommen. Ja, also muss es ja irgendwo erwirtschaftet worden sein von irgendjemandem und irgendjemand hat Verluste erlitten. Also es haut an einigen Stellen nicht so richtig hin mit dieser Geschichte. Obwohl ja die Star Trek-Utopie schon erstrebenswerter ist. Ja, definitiv. Als jetzt mal alles andere. Aber, sie ist aber also analog, sie werden nicht bezahlt, denk dran. Ne? Also der Captain wird nicht bezahlt, er macht das des Captains wegen. Finde ich super, wäre ich auch dabei. Also wenn das so funktioniert, wenn es das gäbe oder das möglich wäre oder das strebt, also ich zweifle, dass wir das erleben. Deswegen würde ich sagen, trotzdem wäre ich dabei. Aber das heißt ja, dass diese Idealvorstellung gar nicht umsetzbar ist. Oder außer die ganze Welt würde dieses System anwenden. Oder? Es müsste die Welt sein, weil du hättest sonst immer noch irgendwelche Regionen, Komponenten, was auch immer, die diesen Weg ja nicht folgen. Es ist so wie ein inkompatibler Standard. Ja? Es gibt halt einen anderen Standard und der ist völlig inkompatibel und die werden niemals zueinander finden, diese Standards. Also kann man hier eigentlich die Schuld daran natürlich wieder weit von sich wegschieben. Ja, also der Kapitalismus ist schuld, definitiv. Genau, der Kapitalismus ist schuld und wir müssen ihn vernichten. Also, was heißt vernichten? Hat man das so gesagt? Nein. Doch. Der Sozialismus geht ja so weit, also wohlgemerkt der Sozialismus, nicht der Kommunismus, dass er ja mitunter radikale Formen annehmen kann. Also sprich auch linksextremistische Formen. Also es ist ja nicht so, dass man das einfach von der Hand wischen sollte, dass Sozialismus oder halt diese Ideologie Sozialismus nicht zwingend gewaltfrei ist. Also es ist nicht gewaltfrei. Also es gibt Formen, die sind gewaltig. Also, ne? Also mit Dingen und so. Die Frage ist bloß, was ist halt erstrebenswerter? Manchmal muss man halt auch Gewalt anwenden, was ich jetzt nicht befürworte, dass man es muss. Ne? Also rein jetzt so, um etwas zu erreichen. Also zum Beispiel die ganzen Revolutionen sind ja niemals gewaltfrei hier vonstatten gegangen. Logischerweise. Das Schwierigste, ich glaube, das würde ich sogar noch mal anders besprechen wollen, aber ich denke, die Frage oder was mir so im Kopf rumsteht, ist jetzt gerade, vielleicht bin ich da ideologisch auch indoktriniert worden durch den Kapitalismus. Durch Demokratie und Kapitalismus. Oder durch den Kapitalismus. Also, Sozialismus ist nicht demokratiefrei. Ne? Also nur wollte ich nur anmerken. Das heißt nicht Kommunismus und Sozialismus ist frei von Demokratie. Also da gibt es auch Demokratie. Die Frage ist bloß, wie so umgesetzt ist und wie die Machtverhältnisse sind und diese ausgenutzt werden. Gibt es die? Gibt es ein Beispiel dafür? Demokratie, ja. Zum Beispiel China ist eigentlich ja eine Demokratie. Machen wir uns nicht vor. Es gibt ein Parlament, das wird gewählt. Ja, okay. Aber die Macht ist anders konzentriert. Also das ist ja das, wo Trump so hinterherlächzt, weil ja jemand da gerade auf Lebenszeit zum Chef gewählt wurde. Ne? Beziehungsweise ernannt. Gewählt ist ja der falsche Ausdruck. Dann ist das Parlament hat doch dann nicht die Macht, die unser Parlament zum Beispiel das hat, nicht, oder? Aber es heißt ja nicht, dass es keine Demokratie ist. Das Parlament in den Staaten hat ja auch nicht zwingend die Macht, die unser Parlament hat, mitunter. Okay. Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Formen und unterschiedliche Arten von Demos, also Demokratie selber. Gut, dann formuliere ich anders. Von unserer sozialen Marktwirtschaft. Ja, genau, das ist besser. Denn ich weiß nicht, ob ich da wirklich jetzt aus einer beeinflussten Perspektive spreche oder ich genug andere Faktoren damit abdecke, weil ich finde eigentlich das gar nicht so ungeil, was wir da haben. Also im Idealfall auch. Also der Idealfall herrscht ja hier auch nicht. Also es gibt ja genug Ungerechtigkeiten, die durch das System kommen und die wir irgendwie nicht in den Griff kriegen. Ja. Das ist ja auch nicht der Idealfall, ne? Richtig. Aber trotzdem glaube ich, dass wir einfach freier leben können und also nicht nur in unseren Gedanken, sondern auch tatsächlich freier leben können in unserem Denken und Tun und Handeln. Und vielleicht ist das jetzt romantisch, aber theoretisch haben die Menschen auch die gleichen Chancen. Also, oder ist das verklärt durch
da, wo ich herkomme. Nee, gleiche Chancen haben sie nicht. Also soziale Marktwirtschaft, wenn es soziale Marktwirtschaft wäre, leidet trotzdem immer noch, weil Wirtschaft, dass jemand leidet. Ja? Aua! Also sprich, jemand zieht immer den Kürzeren und ist der Dümmere. Ja. Die Frage ist bloß, wie dieser jemand aufgefangen wird. Guck mal, wir leben zum Beispiel aufgrund der Einschnitte und der Ärmlichkeit von anderen Ländern. Richtig, okay, klar, okay. Ja. Und so ist es aber auch innerländisch ist es genauso. Also ja, da okay. Man ist nicht Nutznießer, aber es gibt ja halt viele Berufe, die sind sehr wenig bezahlt oder gering bezahlt und trotzdem sind sie wichtig. Verdammt. Damit das ganze System überhaupt funktioniert. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber das sollte doch so sein. Oder ich finde, also, aber ich finde, dass, dass es trotzdem, wenn man sich jetzt so mal das Haben und Soll unseres Staates anguckt oder unserer Gesellschaft an sich, dann ist da durchaus das Potenzial, Menschen, die jetzt nicht so gut gestellt sind, nicht so viel verdienen, vielleicht am Existenzminimum sind, denen zu ermöglichen, auch mal im Monat ins Kino zu gehen oder also definitiv an der Gesellschaft teilnehmen können. Und aber da kommt jetzt wieder der Neid und so, warum die warum sollen die, genau, die machen ja nichts und warum sollen sie, weil sie nichts machen, Geld bekommen oder was geschenkt bekommen. Andere müssen dafür hart schuften und die liegen bloß auf der faulen Haut. Ah, verdammt. Ja. Die liegen bloß auf der faulen Haut und tun nichts. Das ist genau die große Neiddebatte und auch immer eines der Punkte dieser Leistungsgesellschaft. Ja. So, da ist er. Der Leistungsgesellschaft selber, was problematisch ist. Weil ich denke mal, es hat auch viel mit der Ellenbogengesellschaft an sich zu tun. Ja. Also ich glaube nicht, dass, also, oder andersrum, dass dieses System selber hier darauf ausgelegt ist, dass man eigentlich aufgrund der persönlichen Freiheit sehr viel Ellenbogenmentalität an den Tag legt, weil nur so kommt man ja persönlich weiter. Nicht im Team. Es gibt immer einen, der wird seine Nase höher ausstrecken. Ja, ja. Und dementsprechend, ja, ne? Nur mal so nebenbei. Hey. Aber das ist ja auch okay. Also das würde ich ja noch nicht mal kritisieren wollen. Nee, okay. Also ich finde, es gibt ja immer so einen schönen Spruch, also nicht Reichtum verhindern, sondern Armut. Also von mir aus können Leute ja auch viel Kohle haben. Ist auch schön und gut. Ist ja tutti. Dann sollen sie aber für das viel Kohle haben auch besteuert werden. Und daran traut sich ja keiner. Ich habe jetzt hier mitgekriegt, in Amerika, was waren es? In Amerika waren es über 400 Milliardäre, die da existieren. Ja, 400. Über 400 Milliardäre. Und, oder sogar mehr. Selbst China hat über 380. Das sollte einem zu denken geben, oder? Absolut. Jetzt könnte man sagen, der Kommunismus obsiegt. Naja, die Frage ist, ist es doch Kommunismus, wenn dort auch schon bitte. Ach nee. Oh, jetzt bin ich aber sauer. War zu spät. Weg mit dem Ding. Ja, also im Fazit kann man eigentlich sagen, unsere Idealvorstellung einer Gesellschaft ist Star Trek. Und es bleibt Star Trek. Richtig. Und vor allem also ist nach den ganzen Kriegen und so natürlich. Genau, also nach den ganzen Kriegen und wo Hungersnöte und Armut und so weiter abgeschafft ist. Weil jeder nämlich aufgrund unendlich oder mehr oder weniger unendlich existierender Energie alles replizieren und erstellen kann, was er möchte. Und dadurch gibt es keinen Hunger mehr. Ich meine, das Ding ist ja, wenn wir jetzt mal 3D-Drucker oder zumindest diese Art als Basis nehmen oder als Anfang nehmen, dann strebt ja anscheinend auch unsere Gesellschaft dazu, dass es dahin geht. Ne? Mhm.
Also ja. Wenn das irgendwann mal möglich sein sollte. Es gibt ja anscheinend Menschen, die das genauso finden wie wir und die darauf hinarbeiten. Ja, ich glaube auch, dass einige, auch größere Firmen in der Richtung, von die mitunter von Visionären geleitet werden, zumindest die Erkenntnis gelangt sind, dass es vielleicht doch der bessere Weg ist. Boah, ich denke, Larry Page kann man damit... Elon Musk, Larry Page... Ja, bei Musk bin ich mir nicht so sicher, aber... Warum? Ich meine... sicherlich visionär, aber ob die Vision dahingehend ist, dass er zum Wohle aller. Ja, aber das ist ja sein Bestreben, also den menschlichen Fortbestand zu sichern, indem er. Aber er möchte aber schon was verdienen, das meine ich damit. Okay, ja klar. Geht so. Also hast du dir mal die Biografie von dem reingezogen? Nee, leider nicht. Musst du machen, ist mega interessant und vielleicht siehst du es dann auch ein bisschen anders. Das ist so umfassend. Ich würde dir einfach empfehlen, wenn du mal irgendwie Langeweile hast. Ich habe mir das Hörbuch auf dem Weg zur Arbeit reingezogen. Ist wirklich sehr interessant. Ich bin sehr angetan von diesem Menschen. Und der hat bis zu seinem persönlichen Ruin seine Firmen gepusht und das glaube ich nicht machst du, wenn du einfach nur geldgeil bist. Na okay. Das ist jetzt auch nicht irgendwie romantisch verklärt oder so, dass das so ist. Ja doch, linksgrün versifft ist das. Das ist alles linksgrün versifft sowas. Ja. Und ich glaube, er ist da sehr unterschätzt und viele verstehen das auch nicht und deswegen fand ich auch diese Biografie so geil. Also ich habe auch nicht so über ihn gedacht vorher. Ich dachte so, ja, das ist halt ein Milliardär, der macht da seine Autos und seine Raumschiffe da. Aber was da so wirklich hintersteckt, das hat mich sehr fasziniert. Also sehr zu empfehlen, das sich mal reinzuziehen. Allerdings bin ich mir bei dem Amazon-Typen nicht so sicher. Ah ja, weil er nutzt ja... Bin ich grenzwertig. Na, da ist es ja definitiv nachweislich so, dass die Arbeitsbedingungen wirklich unter aller Sau sind. Sonst würde er ja das ändern. Ach, nein! Okay. Ja, und der hat wirklich genug Kohle. Ich meine, Amazon an sich... Der ist jetzt der reichste Mensch der Welt. Bitte? Der ist der reichste Mensch der Welt jetzt. Ja, immer mal wieder. Er hat jetzt mit größtem Abstand, glaube ich, mit 50, 60, 70 Milliarden Bill Gates abgehangen. Na, stimmt. Aber die wechseln sich ab, weil sein Vermögen irgendwie mit der Amazon-Aktie zusammenhängt und mal ist es Bill Gates, mal ist er das. Ja. Aber Amazon ist wirklich sehr aggressiv und die arbeiten ja nicht mit Gewinn, sondern die verpulvern ja immer ihr komplettes Geld, was wirklich einfach nur zeigt, wie aggressiv diese Firma agiert. Ne? Ja, weil sie Marktherrschaft haben wollen, nichts anderes. Ja. Es geht nur um Marktherrschaft, also auch, dass vielleicht die Post bald verdrängt wird, weil sie ja selber dann die Lieferdienste übernehmen, weißt du? Also, ja, das stimmt. Naja. Ah, Mist, zu spät. Da ist der also Chigi. Wir arbeiten, oder meine Firma arbeitet ja auch beruflich mit Amazon zusammen und deswegen habe ich da so ein bisschen einen Blick drauf, was Amazon so treibt. Mist. Und ja. Mist. Ach Mann. Ach Mann. Also man muss zumindest diese quasi Monopole muss man so hinterfragen und vielleicht auch in irgendeiner Form zügeln. Wenn das solche Auswüchse annimmt. Und Amazon hat ja definitiven Einfluss. Das hat einen Hang zur Heuschrecke, muss ich mal sagen. Ja, überall rein. Alles machen. Naja. Oh, fuck. Och, verdammt. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, ist Amazon ist schuld. Verdammt. Ja. Naja. Oh, was soll's. Ja,
Aber sonst gibt es doch alles. Ach, es gibt so viel, wo man eigentlich erzählen kann. Die Frage ist bloß immer, wie viel Zeit hat man? Ja. Ja, eigentlich wäre auch Amazon ein eigenes Thema. Genauso wie es Google wäre. Wobei, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich sehe Google nicht so kritisch wie Amazon. Ich habe keine Ahnung, warum ich ein besseres Bild von Google habe. Wahrscheinlich, weil sie sich einfach nach außen hin auch besser benehmen. Ich meine, oder auch einfach viel mehr Engagement in den Communities, die ich toll finde, hat. Und also natürlich ist Google jetzt nicht der Also Retter Google, der Google, genau, aber Google ist nicht der Retter der Menschheit, richtig. Stimmt nicht. Und Google hat auch seinen Masterplan, aber sie sind halt nicht so öffentlich. Ja, also man kriegt das nicht mit und auch diese negativen Arbeitsbedingungen zum Beispiel, die kriegst du nicht mit. Also man kriegt schon so Sachen mit, wie wenn sich Mitarbeiter dort wie Schweine verhalten, das kriegt man mit. Ja. Da ist das Tor. Ja! Aber sie sind so eher die bösen Saubermänner. Ja. Aber ich weiß nicht, ich kann Google irgendwie nicht so negativ sehen. Ich weiß es nicht. Prinzipiell wissen die alles über mein Leben. Ne? Also es ist ja Fakt. Es ist so. Also die wissen alles über mein Leben. Und am Ende nutze ich, oder zumindest ich nutze wissentlich die Service von Google mit diesem Wissen, dass sie alles über mich wissen. Und im Versuch, dass sie doch nicht alles wissen. Na, ich gehe schon davon aus. Und man kann es ja auch nachvollziehen, weil ich hab ja, du kannst ja in deinem Dashboard gucken, der speichert ja auch alles, was du dem erzählst. Das wird ja alles gespeichert. Ich erzähle ja ihm nichts. Ich erzähle. Ja, ihm. Ich schon. Ich rede mit ihm. Achso, also mit Hallo Google. Hallo Google. Ja. Ja, mal gucken. Hallo Google in der nächsten Folge. Bis dahin. Achso, ist jetzt schon wieder vorbei. Ja, wir haben schon wieder drei Runden gespielt. Jetzt, du kannst doch jetzt nicht einfach, Ist schon wieder morgen. Jetzt muss ich erstmal ins Menü zurückgehen. So. Jetzt bin ich im Menü zurück. Jetzt können wir Tschüss sagen. Genau. So. Tschüss.